Noch ist es nicht so weit, dass die Kreuzkröte in der Schweiz nur noch am Bildschirm zu sehen ist. Aber ihre Bestände nehmen wie die der meisten Amphibien drastisch ab. Die Kreuzkröte ist auf der roten Liste als stark gefährdete Art verzeichnet. Um deren Aussterben zu verhindern, baut ProNatura Feuchtgebiete mit flachen Tümpeln, die speziell auch auf die Kreuzkröte zugeschnitten sind. Ohne solche kann die Kreuzkröte nicht überleben. Sie haben sich einfach auf das spezialisiert, auf so flache Gewässer, die sich rasch erwärmen, weil dort sich die Quallkappen viel schneller entwickeln. Und dann brauchen sie weniger lang. Und sie sind auch weniger gefährdet für eben von anderen Arten, die sie in dieser Zeit fressen könnten, die kleinen Tiere. Diese Weiher und Tümpel sind Teil der Aue Chliri am Rhein, in der Aargauer Gemeinde Riedheim. Eines der zahlreichen Kleingewässerprojekte, die in der ganzen Schweiz von ProNatura realisiert werden. Gerade solche Gebiete fehlen vielen Amphibien und anderen Tierarten. Denn vielerorts hat der Mensch das Wasser aus der Landschaft verdrängt, um Landwirtschafts- und Siedlungsraum zu schaffen. Doch Wasser allein genügt nicht für das Überleben der Kreuzkröte. Sie braucht auch Tagesverstecke, zum Beispiel in den Zwischenräumen von Steinhaufen. Die Tiere verstecken sich so ein bisschen vor der Sonne. Sie als Amphibien haben sie gerne Feuchtigkeit. Und darum brauchen sie vor allem tagsüber, wo sie ja, eigentlich nicht unterwegs sind. Die Kreuzkröte eher am Abend aktiv. Also Verstecke, wo es ein bisschen feuchter unter ist. Ja. Sandbänke sind ein weiteres wichtiges Element. Die Kreuzkröte benutzt sie unter anderem als Winterquartier. Die Sandhöfe, die wir hier auch noch gemacht haben, sind natürlich auch für andere Arten gut. Aber jetzt Kreuzkröte ist eine Art, die sich recht gerne auch vergraben, gerade für den Winterschlaf. Und da kann sie sich problemlos reinbuddeln. Aber sie sind auch gerne in Mauselöcher zum Beispiel. Aber jetzt eben hier hat sie noch die Möglichkeit, sich direkt beim Gewässer zu vergraben. Im Juni soll die neue Aue Chliri fertiggestellt sein. Und schon bald werden hier die ersten Einwanderer erwartet. Vor allem auch Kreuzkröten. Von einem Naturschutzgebiet, das man hier näher schon hat, können sich die mit der Zeit ausbreiten. Und die wandern also einfach so einzeln umeinander. Kreuzkröte ist eher eine wanderfreudige Art, die also fast nicht wie andere Frösche, die eher so am Boden herumwuseln wie Müsli. Die tut wirklich gerne laufen. Die findet das schon.